Willkommen zurück zu einer neuen super harmonischen und natürlich auch kinderfreundlichen Folge Minecraft Lovestone mit unserem kleinen Kinderbelustiger Quantum. Was meinst du mit Kinderbelustiger? Du machst Kinder glücklich. Klingt ja. Das so verkehrt? Nein, eh nicht. Also da muss man schon sehr merkwürdig drauf sein, wenn man das irgendwie fehlinterpretiert. Seid ihr alle glücklich? Also ich bin super mega glücklich. Ich freue mich auch. Total. Kann es sein, dass unser Server heute so ein bisschen ruckelt und rumspinnt? Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie, es ist so ein bisschen. Ja, es fühlt sich so ein bisschen zäh an. Guck mal, ich versuche hier oben einen Wasserspeier zu bauen. Ja, aber es ist voll schwer. Ich glaube, seit einer Woche, oder? Ja, seit einer Woche. Deswegen kam auch gestern kein Video. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, diesen Wasserspeier zu bauen, weil es voll schwer ist. Ich hatte schon gesagt, meine Internetprobleme. Wir wollten ja. Ach, okay. Für mich gelogen. Nee, Quatsch, das waren wirklich seine Internetprobleme. Es stimmt. Aber trotzdem will ich einen Wasserspeier. Das ist ein Gesicht mit einer Nase, oder was? Ja, es ist ein Gesicht mit einer Nase. Erkennt man schon so ein bisschen. Sieht dir ähnlich. Danke. Danke. Ja, und was soll das werden? Ja, da kommt dann Wasser gleich raus. Und dann kann ich da das irgendwie so ein bisschen Lava immer wieder abzwacken. Und dann jetzt haben wir ein Loch in der Wohnung. Ich baue es doch schon wieder zu. Ich will nur haben, dass es hier schon einheitlich ist. Ich habe auch was vorbereitet. Und zwar Bücherregale. Die platziere ich jetzt. Was? Ich dir nicht glauben. Ja. Mache ich nur mit einem Like. Danke für die Likes. Ganz viele. So, dann machen wir hier mal ganz viel Zeugs hin noch, damit das hier wieder zu ist. Wir brauchen noch mal eine gescheite Treppe hier hoch. War hier nicht meine Wand? Was ist hier passiert schon wieder? Wo war meine Wand? Ich kann mich an Wände halten. Hier ist wieder alles. Ist hier irgendwas umgestellt? Hast du irgendwas gemacht? Ich würde nie irgendwas machen. Nie. Ich verstehe nicht, was hier gerade. Okay, warum ist das hier so? Ich weiß es nicht. Aber hier oben das Feuer muss weg. Es muss auch alles verändert werden. Es wird Zeit für Veränderung, Quantum. Ich weiß. Nein, ich habe Angst vor Veränderung. Ich weiß, aber wir müssen. Ich habe mal wieder so ein bisschen Kommentare gelesen. Ja, ich mache sowas, auch wenn die Leute es nicht glauben. Und da haben sehr viele Leute geschrieben, dein Atlantis mit den erotischen Meerjungfrauen, wo du irgendwie warst, was ich immer noch für eine Lüge halte, das wäre das Ende vom Spiel. Da würde es runtergehen ins Enderportal, ins Nether-Enderportal. Okay. Und da kommst du in die nervig nette Nether-Welt. Und da kannst du dann den Drachen reiten. Oh, was ist das für Geräusche? Ich mache meine Spitzhacke hier hin. Warte, wir brauchen hier. So, wir sind Sibisorium. Okay, das ist jetzt natürlich nicht mittig, aber warum. Ja, ist mir jetzt eigentlich. Ja, warum ist hier drüben auch schon wieder irgendwie fehlt da Wand? Nein, ja, pass auf, hier kommt was Tolles. Ja, warte mal, aber hier ist ein Bücherregal, es klebt in der Ecke. Why? Ja, ich weiß auch nicht, hier fehlt eine Wand plötzlich. Irgendwas ist hier komplett anders, als ich dachte. Ach ja, und dieses komische Herz, was wir gefunden haben, ne? Das wird zu irgendeinem komischen Aquaman-Artefakt. Und mit diesem Aquaman-Artefakt kannst du unter Wasser kannst du so eine Art, ja, wie soll ich es erklären, so eine Art Vakuum erzeugen. Je größer du diese Spule dann baust, du musst dann so wie so ein Gate bauen, da kommt das Ding dann rein, das erzeugt dann irgendwie so ein Vakuum, leuchtet das Wasser aus, du kannst dann im Wasser logischerweise atmen. Es zieht Gegner an und pulverisiert das und macht daraus dann Erfahrungspunkte für dich. Du kannst damit also auch Erfahrungspunkte farmen. Und du kannst, Alter, echt jetzt? Das Portal zum Drachen. Und du kannst dann, Sachen abbauen und kannst unter Wasser halt dein Leben beginnen. Das ist halt auch richtig geil, dieses Herz. Super, super wichtig. Jetzt hast du es angezündet? Funktioniert das so? Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas falsch gemacht. Arschnagelpaltu. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Muss es höher sein? Was? Wir werden angegriffen! Warum? Wo kommt das Skelett hierher? Ich weiß es nicht! Tötet es! Okay, ich habe was falsch gemacht. Quantum macht wieder alles falsch mit seinem Halbwissen. That's true. Du hast gesagt, du bist übers Wochenende in die Minecraft-Schule gegangen. Ich habe gelogen! Warum? Ich glaube, das ist es zu niedrig? Muss es mehr hoch sein? Ich meine, ich habe Bücher in der Hand. Warum habe ich Bücher in der Hand? Weil ich das Ding abgerissen habe. Jetzt werden wieder manche sagen, nein, du brauchst aber nicht so viele Blöcke. Das geht auch, wenn du so und so machst. Aber du musst so und so machen. Quantum, mehr so und so. Ja, ich weiß, aber ich. Hauptsache, es funktioniert, okay. Aber die Ästhetik. Bin hier nicht Minimax. Minimax? Wer ist denn Minimax? Nein, Minimax.
Muni. Ich hab keine Ahnung. Einen Anfall. Er braucht seine Pillen. Wo sind meine Pillen? Wo sind. Oh, guck mal, da ist ein Händler auf dem Wasser. Er geht übers Wasser. Moses! Der handelnde Moses ist hier draußen. Wie funktioniert das? Oder Jesus, je nachdem, ist was du sehen willst. Handel Jesus. Ich glaube, ich muss es dann. Ja! Hast du's? Ja! I did it! I did something! Können wir jetzt Geister beschwören? Wir können in die Hölle! Bist du schon mal ein Vorgeschmack, wo du dann hinkommst? Da komme ich nie hin. Ich bin YouTuber. Na was? YouTuber kommen alle in den Himmel. Wir haben Portale in die Hölle, Baby! Ich bin noch nicht fertig. Traust dich nie hier rein! Ich weiß gar nicht, wie wir zurückkommen. Ich glaube, da wird ein Portal automatisch erstellt dann in der Hölle. Bist du schon drin? Nein, warte. Nein, ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. Rein. Ich hab das Lagerfeuer abgerissen. Ich weiß gar nicht, was wir dort machen wollen. Aber, ey. Ich glaube, du kannst gut XP, wenn du dort die Dinge abbaust. Und du brauchst irgendein Endgame-Stuff. Also, wovon wir eben weit entfernt sind. Aber ich meine, da sind so ein Staub drinnen. Ich baue aber hier noch gerade an meinem Ding, an meiner Wand. Machen wir hier mal zu. So. Das macht komische Geräusche. Wo bist du jetzt? Ich bin am Basteln. Der Wasserspeier? Der Wasserspeier. Noch immer? Ist noch nicht ganz fertig. Wer ist denn hier? Hier ist ja echt ein Händler, der auf Wasser geht. Ich sag ja. Warte, Jesus. Was hast denn du für mich? Bauner Pilz. Scheißdreck. Ein Potzold? Was ist das? Du bist Smaragd dafür? Damit. Warender Händler. Hi. Hat der irgendwas Geiles? Ich habe keine Ahnung. Ich hasse dieses Platzieren von Sachen. Das ist irgendwie... Irgendwie tötet mich das innerlich. Ich will's... Okay, wir kaufen nix. Nein, ich will... Der hat auch den neuen Wachturm. Willst du denn? Ja. Ich will haben, dass das irgendwie so... Mein Lagerfeuer ist weg. Ja, weil ich noch am... Oh, oh. Ja, fast. Gib auf. Ich gebe auf. Gebe nicht auf. Jetzt noch umgedreht. Wie kriege ich das? Muss ich das von der Seite irgendwie? Sag mal, wenn ich das... Oh Gott. Es wird eine Katastrophe. Nein, wird's nicht. Ich will doch nur haben, dass er noch Hörner hat. Ich will das nur umgedreht. Ich glaube, das muss ich irgendwie von der anderen Seite machen. Warte mal. Bitte gehen Sie weg. Wir kaufen nichts jetzt. Und jetzt geht das jetzt. Warum habe ich 18 Eier in mir? Ja, das geht. Im Inventar. Ja. Ja, was? Ja, im Inventar. Ich hab's schon verstanden. Ja, ey, was soll denn das? Du hast mit dem angefangen, mit dem Mist. Ich will meinen Wasserspeier. Oh, Kinder. Ob wir da noch was erleben werden? Erleben, ja. Wie sieht denn das jetzt aus? Die Eier da alle reingeschmissen. So, ich lasse den so und mach dann hier. Warte, ich habe noch die Dinger hier. Vielleicht bitte gehen Sie jetzt weiter hier. Cooles machen. Aber lassen Sie die Lamas da. Hättest gern so Lamas, ha? Huh? So Lamas hätte er gerne. Voll cute. So, er ist fertig. Aha. Aha. Ich muss nur noch das hier weg. Aha. Dun. Sieht das aus wie ein Wasserspeier, ja, oder? Nun, ja. Kies. Sieht original, also... Es ist doch original. Ich schau hin und denk mir, das ist ein Wasserspeier. Das ist ein Wasserspeier. Ich hätte den Hintergrund anders machen müssen, dann würde es sich hervorheben. Daran arbeite ich beim nächsten Mal, liebe Kinder. Ja gut, und jetzt? Jetzt kommt noch Wasser dazu, jetzt oder? Jetzt kommt Wasser. Mhm. Ich werde dann auch noch so Fackeln machen, um das Ganze so ein bisschen zu beleuchten. Damit es geil aussieht. So. Okay, ich bin ganz gespannt. Oh mein Gott. Ja, ich mache wenigstens irgendwas Cooles. Ich habe ein Portal gemacht und die Bücher. Ja gut, Glück gehabt. Guck doch mal, das ist Wasserspeier. Jetzt haben wir hier das oben, war die ganze Arbeit für... Jetzt haben wir hier oben Lava und Wasser und das könnten wir jederzeit sozusagen verbinden. Wie denn? Ja, dann macht man irgendwie so ein Catchbecken. Du hast keine Ahnung, natürlich, oder? Natürlich, daran arbeite ich. Das ist aber nur ein Wasserfall jetzt. Es sieht cool aus. Warum musste man das da oben so machen? Weil es cool aussieht, okay? Okay, ja, ich verstehe. Für die Optik, Quantum, für die Optik.
So, mach ich hier noch den Kram weg. Wo ist mein... Ich hab reingepinkelt. Warum? Ja, damit's wärmer ist. Das ist kein Whirlpool, das ist ein französischer Wasserspeier. Ein französischer? Ja, es ist ein französischer. Okay, ja, nee, ist in Ordnung. Sieht man doch. Ha. Ha. Den hab ich direkt, weißt du? Du weißt, dass sie mich zum Wiederaufbau von Notre Dame engagieren. Die sehen meine Minecraft-Videos und denken so, ey, könnte was sein, wenn es einer schafft, dann der Typ hier. Also gemerkt, die ganzen Reichen, die gesagt haben, sie spenden, haben absolut nichts gespendet bis jetzt. Echt jetzt? Notre Dame, ja. Das war, ist alles nur PR-Denken. Keiner interessiert sich wirklich dafür. Guck mal, ich arbeite hier an meinem... Ich gehe jetzt in die Hölle. Ja, warte, ich komme mit. Ich mache ihm nur noch so eine Flammenkrone. Aber ich sterben bin ich gleich. Kann ich irgendwas Cooles verzaubern? Na, ich habe kein Level. Ah doch, okay. Rückstoß 1. Warum kann ich hier keine... Voll für Blödsinn. Hier geht's? Warum kann ich denn da keine Fackel platzieren? Hm. Ich wünschte, ich könnte in seine Augen irgendwas Leuchtendes machen. Effizienz 2 kann ich aber schon machen. Ich hab einen verdammten Wasserspeier. Huldigt mir. Effizienz 2. Huldigt meine mächtigen Speier. Glück 1. Was ist Glück? Hm, den könnte man eigentlich hier noch ein bisschen so an die Seite... der wird noch optimiert. Wir arbeiten noch an Optimierungsmaßnahmen am Wasserspeier. So. Ich habe meine Spitzhacke verbessert. Ich habe jetzt auch so eine Effizienz drauf gemacht. Ich gedacht, warum nicht? Wie viel? 3 oder sowas. 3 hast du? Welches Level bist du? Effizienz 2, nee. Okay. Auf was? Auf Diamant oder auf Eisen? Auf Eisen. Das war jetzt nur mal so ein Probelauf, weißt du? Nee, ich verstehe. Mal reingucken, was das so geht. Ja, nee, ich verstehe. Also ich hast noch genügend Zeug so an sich? Also genügend was? Essen? Was? Alles? Hast genügend Essen? Ich hab ein bisschen Essen, ja. Ich hab noch 16 Steaks über, die ich dir eigentlich so droppen könnte. Falls du die willst. Na, ich hab 30. Ich hab 64 plus 16, deswegen. Brauch ich noch eine... Ja, wir schauen hier nur mal rein, oder? Hier, nimm noch ein bisschen. Nur mal rein? Das ist... 44 Steaks. Was glaubst du, was ich esse am Tag? Was ist, wenn man da jetzt noch so eine Fackel macht? Zerstört das Portal? Ich trau mich jetzt. Okay, ich komm mit. Ich bin drin. Echt jetzt? Mir wird schwindlig. Wow, das klingt wie letzte Nacht. Ja, aber das waren eher so deine Geräusche. Ja, passiert da jetzt mal was? Ich werde nur rumgeruppelt. Es wird geladen. Hallo, es ist nicht so... Oh mein Gott. Ja, du bist ja schon drin, ich... Wir sind in der Hölle, Kies! Mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Okay, wir dürfen nicht vergessen, dass hier das Portal... Also wir sollten es nicht zu weit entfernen, weil sonst finden wir nie wieder zurück. Hier ist alles die absolute Hölle. Und das kann man das abarbeiten? Was ist das hier für ein Stein? Schauen, Rezept... Was habe ich hier? Ist das roter Ziegel? Das ist Netherrack. Oh, das würde aber gut aussehen als Hintergrund für meinen... Ich weiß, das Rote sieht immer gut aus. Ja, das würde gut aussehen als Hintergrund für den Wasserspeier. Dann nehme ich aber mal mit. Da greifen wir doch mal zu hier. Da greife ich aber mal zu. Mach ich hier mit meiner Effizienzhacke. Wie viel, genau, wie viel kriegst du raus eigentlich? Mit einem? Warte mal, mach nur eins. Was krieg ich normal raus? Ja, eins. Ja, eines halt. Und du? Ich glaube auch, ja, auch eins. Ja, ich hatte es aber nur bei Rohstoffen irgendwas. Nun, das könnte sein. Oh mein Gott. Das macht merkwürdige hier gibt's auch Schlösser und so weiter. Oh, da hinten sind lauter Gegnuts. Gegnuts? Gegnuts. Oh, schau, was da hinten leuchtet. An der Schätze? Runter. Diamanten sind da hinten. Oder? Nee. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur Diamanten. Das sind so Beleuchtungsdinger. Oh, da kommt Lava aus dem Boden. Ja, siehst du das da drüben, wo ich hinschaue? Deine Decke? Leuchtis. Will ich haben. Oh, hier liegt. Oh, hier ist was. Was ist das? Aber es ist kein Diamant, oder? Was ist das? Erfahrung. Ich hab irgendwas. Was ist das? Netherquarz. Netherquarz. Ja, nimm alles mit. Mach die Taschen voll mit Netherquarz. Quarz? Quarz. Quarz. Ich bin aufgeregt. Sprache. Nicht. Sei doch nicht so. Da. Das braucht man sicher für. Ich hab nicht die geringste Idee für was, aber hey. Was man hat, das hat man. Ich lösch gerade den Boden. Oh mein Gott, sind hier viele Gegner. Egal, ich hab ein Flammenschwert. Ha, wollt ihr euch mit mir anlegen? Wie es sich anhört. Das sind Schweine. Das sind Schweine. Schweine-Zombies! Menschliche Schweine-Zombies! Sie brennen nicht, warum brennen sie nicht? Sie sind feuerresistent. Sie sind in der Hölle, Mann! Hilfe!
Die Schweine! Ey, ich bin fast tot. Ich höre Kinder lachen. Dreh jetzt nicht durch, Mann. Iss was. Was gegessen? Hörst du das Kinderlachen? Hier macht man aber gut Level, ne? Hörst du das? Hörst du das? Oh, oh, was ist denn das? Wow, was ist denn das? Oh Gott! Quantum, ich will heim! Ich hab genug gespielt. Ich glaube, ich gehe. Das ist Huibu. Ich bin weg. Was? Wie bist du wieder zurück? Ja, ich bin fast tot, jetzt will ich alles verlieren. Sei doch nicht so. Sei doch nicht so, ich kenne deine alten Geschichten. Ich bin immer der Dumme bei so Sachen. Oh mein Gott, diese Geräusche hier. Hier ist der Händler ist wieder unsichtbar. Wer ist unsichtbar? Der Händler. Ey, hier sind so viele Gegner. Boah, ich will das jetzt in so einem geilen Rot. Das sieht bestimmt voll gut aus. Alter, die ziehen aber ganz schön ab, ja, wenn sie einen treffen. Ja, ich sag ja, die sind richtig böse. Oh nein, hier ist auch ein Kinderschwein-Zombie. Mehrere, oh Gott, okay, ich hau ab. Ja, jetzt bist du auf einmal meiner Meinung, ha? Nun, nein, ich mach einen taktischen Rückzug. Ach, meiner war nicht taktisch? Er schmeißt mich aus dem Portal! Ja. Ich bin tot! Genau. Ich bin von Schweinezombie erschlagen. Deswegen hab ich reagiert. Ich hab das gleich erkannt. Fuck, der schlägt mich aus dem Portal. Ich dachte, ich bin da drin safe, Mann. Das sind Schweinezombies natürlich nicht. Boah, der Wasserspeier kriegt bestimmt einen coolen Touch, wenn hier alles schön im Hintergrund red ist. Lasst mich doch in Ruhe! Hilf mir doch! Wie soll ich dir denn helfen? Ja, komm her und hilf mir! Jetzt weinst du auf einmal wieder wie so ein Schulmädchen. Moment, ich bin gerade dabei, mein Ding zu verschönern hier. Ach, ich krieg die Krisen! Ja, da kommst du nie wieder rein, da geh ich doch nicht rein. Das ist doch Selbstmord. Ey, jetzt sei doch mal nicht so eine Memme. Jetzt, hier ist ein Zombie rausgekommen! Der ist hier drin! Oh Gott, dieses Geheule. Sie kommen durchs Portal, ja, scheiße! Sie kommen durchs Portal. Ja! Ja, wir haben okay, das ist vielleicht doch nicht so gut, hier drinnen ein Portal zu haben dann, oder? Wenn die da durchkommen. Ich glaube, du hast ihn mitgenommen. Der hat sich an deinen Haaren festgehalten. An deinen langen Rückenhaaren. An deinen Rückenzotteln. Ich hab's doch gesehen. Ich bin der Meinung, wir sollten schlummern. Ich versuche hier rauszukommen und jetzt ist noch ein Baby hinter mir. Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Ein Leben! Hat der eine Zitrone? Lass mich verloren? Hier zurück, lass mich hier zurück, lass mich hier zurück. Ich will nie wieder hierher. Ja, ich muss vielleicht nochmal rein, um ein bisschen was von dem roten Zeug zu holen. Sieht echt gut aus. Ich habe einen mitgenommen. Oh Gott, ich habe nur ein Leben. Okay. Okay, wir sollten in dieses Portal rein, vielleicht mit Diamantenstuff und so. Aber wir haben keinen Diamantenstuff. Deswegen müssen wir Diamantenstuff holen und so. Ja dann, ich bin nicht abgeneigt gegen Diamanten. Woher habe ich einen Goldklumpen? Den habe ich auch gefunden, die verlieren das. Oh, die sind voll die rich Typen hier, oder was? Die haben gut Geld, ja. Warte mal, ich muss hier... Warum habe ich so viele Fackeln? Die haben alles verloren, oder was? War noch alles austauschen. The fuck? Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsschaden. Mal hier oben, die haben auch voll die... Auch noch alles weg. Was ist Band 2? Die haben hier voll den crazy Stuff verloren. Ich höre irgendwie nur Schweinegeräusche in der Ferne. Ist das normal? Ich brauche noch mehr von diesem Nether-Zeug. Ja, geh doch zurück und hol's. Hey, wo ist mein ganzes Fleisch? Schwallerfleisch? Ja, ich kann das mal schwer zum Aussprechen. Fleisch. Ich hab meine ganzen Steaks sind weg. Und ja, hier steht ein Zombie bei uns drinnen. Ja, ich bin wie gesagt am Dekorieren. Alter, während ich um unser Leben kämpfe. Ich dekoriere ich hier alles wunderschön. Guck mal, dann verbessere ich ein bisschen meine Ausrüstung, dann gehe ich da vielleicht nochmal rein. Aber erstmal will ich halt ein bisschen tougher sein. Du bist halt immer so gierig. Ich wollte doch nur reinschauen. Reinschauen und drin bleiben und allen erstmal drin den Krieg erklären. Das war halt der Fehler. Das, wie den Krieg erklären? Ich habe gar nichts gemacht. Ich war friedlich und die haben mich angegriffen. Ich geschrien nieder mit dem Nether. Das habe ich. Mehrfach. Panisch.
Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ich verstehe nicht, warum du so bist. Boom, habe ich 40 Millionen Fackeln. Okay, wie auch immer. Aber du hattest die ganze Zeit 40 Millionen Fackeln. Ich hab ja irgendwann mal deine Leiche gelootet, die Hälfte einer 40 Milliarden Fackeln eingesammelt. Ja, und ich bin halt ein Kind des Lichts. Ein Kind des Lichts? Ja. Hat dich deine Mama immer so genannt, oder? Ich bin das Licht der Welt, das da einen Tag erhält. Guck mal, das ist unser Gott jetzt da oben. Wir huldigen dem. Hast du was zum Essen? Ja. Kannst du mir noch was geben? Ich hab dir doch erst was gegeben. Dafür müssen unschuldige Tiere sterben auf eine qualvolle Art und Weise. Ich meine, ich kann doch mal in den Nether reinschauen, aber ich habe nur ein Herz. Hier. Ich verstehe nicht, aber ist das Fleisch dann komplett ja, weg? Ja, guck mal hier. Das sieht doch jetzt aus, als hätten wir da oben einen Gott, oder? Heil unserem Gott! Heil! Was, wen willst du anbeten? Hier, den bete ich jetzt an. Das ist mein Gott, den ich erschaffen habe. Oh mein Gott. Du machst eine eigene Religion? Ich mache eine eigene Religion, ja. Heil! Der Berg des Schreckens. Wem hast du das zu verdanken, dass es so gut aussieht? Doch jetzt was? Ja, was? Ja, was ohne mich? Wieso jetzt wieder mit? Warum du? Ja, was denn, Teamwork? Jetzt sei doch nicht so. Jetzt muss hier noch alles rot werden. Ne, nicht alles. Ja doch, oder? Na, wenn du alles, dann ist ja kein Hintergrund mehr. Ne, der doch nicht. Was meinst du denn? Die Rückwand muss rot werden. Nur die Rückwand. Dass der bleibt so, wie es ist. Wir haben hier gar keine... Hier. Wie viele Felder haben wir hier? Eins, was zwei, ist denn das hier, drei, Glas? Vier, kann man hier reinspringen? Ja, hier kannst du ja, hier kannst so dein Zeug reinwerfen. Das ist doch. 1, 2, 3, 4. Wie heißt dieser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satan? Ja, weiß ich auch nicht. Bin ich auch am Arbeiten. Keystore? Wahrscheinlich. Ja, aber sieh, ich glaube, ich bete jemanden an, der Keystore heißt. Ja. Das ist ja jetzt nein. Schon. Was? Das ist überhaupt nicht wahr. Konsumjoe, rufst du dauernd. Bring uns die Klicks. Bring uns die Klicks. Weiß mir den Weg des Geldes. Hashtag YouTube-Übernahme läuft! Ja, du musst es mal in deine Beschreibung reinpacken. Einfach copy-paste. Dann hast du diesen Hashtag wirklich auf YouTube. Ja, aber weißt du, wie diese Übernahme funktioniert? Nur, wenn die Leute liken unsere Videos. Die liken doch wie die Weltmeister. Ja, ich weiß. Finde ich auch sehr sexy. So, jetzt willst du nochmal rein in den Schnedder. Brauchst du hier nicht. Trau mich. Und dann weinst du wieder, verlässt mich und ich sterbe. Würde ich nie machen. Ach, genau so einer bist du. Nie. Ich denke immer nur daran, wie kann ich Quantum helfen und beschützen und lieben. Aber der Gott geht vor da oben, ne? Das nur so als kleine Info. Ich glaube, wir brauchen Diamantenausrüstung. Ich glaube, wir müssen auch irgendwie alles dann richtig geil verzaubern. Also, Rüstung mit Rüstung, Rüstung, ne? Verstehst du? Rüstung halt, ne? Eine Rüstung, Diamantenrüstung. Aber die ziehen ganz schön ab, also. Ja klar, deswegen will ich auch meinen Helm oder so, müssen wir eigentlich auch ein bisschen. Musst du nochmal reinschauen? Ja, aber ich will meinen Helm oder so. Ich mach mal meine Brustplatte. Wie kann man eigentlich sagen? Jetzt bin ich schon wieder unterwegs, Mann! Ich komm doch auch gleich, ich will nur verzaubern. Schutz 2 mache ich mir mal drauf. Auf was? Also die Rüstung verzauberst du? Ja. Das hat die gleich mal 6 Rüstung. Aber mein Schwert ist halt auch schon fast durch. Ich muss ein neues machen. Wie kann man Sachen reparieren? Guck mal, da oben ist noch mehr von diesem Crystal. Oh nein, meine Hacke ist schon kaputt. Ach, hier hinten ist mein Fleisch. Oh. Ich höre das Baby schon wieder. Ich will keine Babys hören. Macht's bei mir. Feuer, das macht mich. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich muss meine Hacke machen. Ja sicher, und da geht schon wieder. Ey, ich hab doch nichts. Oh nein, oh nein! Ich bin völlig woanders, Quenny. Hui bu. Was? Ich bin völlig woanders. Wie wo völlig woanders? Ich bin durchs Portal und bin irgendwo anders rausgekommen, mitten im Wald, mit Schweinen. Nein, ernsthaft. Hier ist ein Lavabecken. Hier sind Schweine. Ich hau mir noch ein bisschen Quarz rein. Hier ist ein Enderman. Enderbuddy.
Oh mein Gott, dieses Quarz, die gibt voll die Level, Mann. Ja, alles. Das ist voll gut hier zum Level, Mann. Voll krass, alter Digga. Voll krass, Diggi. Hey, yo. Junge. Level 9. Ja, warum ist das Portal jetzt mitten irgendwo im Nirgendwo? Das ist gut zu werden hier. Lecker, lecker, lecker. Meine Level, Baby. Jetzt bin ich wieder hier bei dir. Was machst du? Wie denn? Wie konntest du dann wieder hierher kommen? Ich bin nochmal durchs Portal. Ich dachte, du wärst ganz woanders. Ja, ich war ja auch ganz woanders. Ja, aber du halluzinierst. Hä? Das Portal führt uns nicht mehr nach Hause. Bist du mal durchs Portal gegangen? Nein, bin ich nicht. Jetzt traue ich mich nicht mehr nach Hause. Warte, ich komme nochmal zu dir. Wir haben ja kein zweites Portal. Ich glaube, wenn du mehrere baust, dann ist immer alles in... Keine Ahnung. Wo bist denn du hin? Na, ich bin dort in der Nähe. Hier, in der Hölle. Mach Quarz. Ich habe einen Baum dabei für die Hölle. Kann ich ihn hier platzieren? Ein Baum? Ja, ja. Gott sei Dank, jetzt wird alles gut. Ich dachte schon. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Aber Kies hat einen Baum dabei für die Hölle. So. Ach, da hinten bist du irgendwo. Ja, ich baue hier ab. Hier ist Level noch ein 14, nice. 14 Level von mir. Ja, toll. Das, nee, ich brauche eine Spitzhacke. Ja, sicher brauchst du eine Spitzhacke. Was? Ajo. Gibt's hier Diamanten eigentlich unten, oder? Ja, was hast du jetzt für einen Anfall? Ja, ich hab nur dich knapp gemacht. Nein, aber hier gibt's. Warum sind denn hier überall Steinblöcke? Machst du die hin? Ja, weil da Feuer war. Das hat mich genervt, okay? Hier gibt's so Schlösser und so weiter, weißt du? Das ist voll Booster dann ohne Feuer. Wo sind hier Schlösser? Ich sehe kein einziges. Naja, so Bauten, bin mir sicher. Bauten? Was machst du mit dem jeden Satz nach? Ja, was hast du gerade gesagt? Bauten! Ja, was ist das Problem? Ja, kommst du jetzt mit durchs Portal oder willst du hier noch in der Hölle leben? Da kommst du noch eh ein paar Jahren hin. Okay. Und jetzt, guck mal. Jetzt sind wir... What the fuck? Warum ist denn hier ein Portal? Ich weiß es nicht. Wo sind wir? Quantum. Wie weit sind wir vom Spawn? Natürlich war ich das nicht. Hä, da hinten ist unsere Heimat. Ja, aber warum ist denn jetzt hier ein Portal? Ich weiß es doch nicht. Ich bin durch und war auf einmal hier. Ja, warum? Ich weiß nicht, warum machst du das kaputt? Quantenverschiebung. Paralleluniversen. Also gelesen letztens, Wissenschaftler haben gesagt, die machen so ein Spiegel für eine andere Dimension. Und dann willst du gucken, wie dein Leben wäre, wenn. Das ist ja komisch, aber warum ist... Muss man dann das andere Portal zerstören da im Wald? Keine Ahnung. Entstehen verschiedene Portale, wenn du dich... Das ist alles so kompliziert. Ja, du bist halt keine 13. Dann würdest du es wissen. Ja, es tut mir leid, ich habe mich nicht darüber informiert. Großer Fehler. Na, okay. Dann haben wir doch einiges geschafft hier. Ja, aber Moment, ich will noch mal kurz rein. Warum bist du jetzt noch mal in die Hölle? Ja, gut, dann beim nächsten Mal halt. Ja, beim nächsten Mal. Ach, und hier oben haben wir unseren... Aber genug Stress. Gott! Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Unseren Meister! Wir beten ihn an und opfern ihm unseres Erstgeborenes. Ich weiß nicht, wir sind hier zwei Kerle, da gibt's kein Erstgeborenes. Sagst du, aber du bist schon längst schwanger und trägst ihn in dir. Den Was Sohn des Meisters. Du bist der Wirt. Sohn des Meisters? Danke, bis zum nächsten Mal. Was ist los mit dir? Lass eine Bewertung da. Hashtag Sohn des Meisters. Verdammte Psycho. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.